Mit der Impfung ist Corona erstmal vorbei. Ja, so hat sich das irgendwie zunächst mal angefühlt für einige Monate, aber eben leider nur für einige Monate. Denn nach und nach nimmt die Zahl der Antikörper wieder ab. Der Impfschutz also geht wieder verloren. Aber wann? Wann läuft meine Impfung ab? Wir testen das heute live, den ganzen Tag. 50 Bildreporter machen live den Antikörpertest. Ja, und hier sehen Sie es schon, ein Blick in das im Moment noch fast leere Bildtestzentrum bei uns im Haus. Also hier machen wir gleich den Check im Bildtestzentrum. Hier checken wir, wie stark Ihr Schutz gegen Corona noch ist, wie stark der Schutz unserer Bildreporter noch ist. Und Sie sind hier den ganzen Tag live dabei. Alles natürlich unter medizinischer, unter Fachaufsicht. Wie genau läuft das ab mit diesem großen Antikörpertest heute bei Bild? Das wollen wir wissen von Professor Carsten Watzel. Er leitet den Forschungsbereich der Immunologie an der TU Darmstadt und ist uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Professor Watzel. Schönen guten Tag aus Dortmund. Antikörpertest. Wie läuft das ab? Wie kann ich feststellen, wie können wir heute feststellen, wie hoch die Zahl der Antikörper noch im Körper ist? Zum einen muss man sagen, dass es schon Studien gibt, die einfach zeigen, dass die Schutzwirkung der Impfung mit der Höhe der Antikörper korreliert. Das heißt, je mehr Antikörper ich habe, desto besser bin ich wahrscheinlich auch geschützt. Das Problem, was wir aktuell noch haben, ist, dass wir keinen festen Grenzwert kennen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, genau ab diesem Wert ist man noch genau so und so gut geschützt. Aber man kann sicherlich sagen, wenn sehr wenig Antikörper vorliegen, dass die Schutzwirkung nicht so gut ist. Und wenn sehr, sehr viel Antikörper vorliegen, dass man noch sehr gut geschützt ist. Das bedeutet also, man kriegt eine Zahl der Antikörper raus bei diesem Test und dann ist es quasi eine medizinische, auch individuelle Einschätzung. Ja, das reicht aus. Ja, nein, das reicht nicht so aus. Schneller den Booster rein. Ja, im Prinzip schon, wobei man wirklich seriös bei wirklich nur zwei Zahlen was sagen kann. Wenn er halt wirklich sehr niedrig ist, dieser Wert, dann scheint kein sehr guter Schutz vorzuliegen. Wenn er sehr hoch ist, ist der Schutz wahrscheinlich sehr gut. Es gibt einen großen Bereich dazwischen, wo einfach noch Studien fehlen, um wirklich zu sagen, ab genau diesem Antikörperwert hat man noch genau eine so vielprozentige Schutzwirkung. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann mal noch hinkommen, aber da ist die Forschung aktuell noch nicht ganz so weit. Und jetzt noch mal ganz konkret, was wird da heute bei uns im Haus gemacht? Also wie genau läuft der ab, der Antikörpertest? Was kostet das Ding und wie wird da durchgeführt? Also im Prinzip die Antikörper werden im Blut bestimmt. Das kann man bei so einem Test einfach aus einem kleinen Tropfen aus der Fingerkuppe machen. In dem Fall ist es auch noch ein Schnelltest. Das heißt, da muss das Blut nicht ins Labor geschickt werden. Es gibt dann schon Automaten, die das analysieren können. Und dann wird geguckt genau nach der Anzahl der Antikörper, die spezifisch für das Spike-Protein des Coronavirus sind. Also die Antikörper, die durch die Impfung oder auch durch eine Infektion hervorgerufen worden sind. Und die kann ich dann messen und dann gibt es einen internationalen Wert, der wird in BAU pro Milliliter, BAU pro Milliliter ausgedrückt, bindender Antikörperunits. Das heißt, damit sind auch verschiedene Tests vergleichbar und dann kann ich auch den Test, den ich zum Beispiel heute hier mache, mit einem Test, den ein Labor macht, vergleichen. Mhm. Wie sind denn da Ihre Erwartungen? Wie sehr unterscheiden sich da die Werte von Geimpften auf der einen Seite und von Genesenen auf der anderen? Also bei den Geimpften sehen wir zum einen schon mal einen relativ großen Unterschied, je nach welchem Impfstoff man hatte. Da wissen wir zum Beispiel, dass Leute, die zweimal mit Moderna geimpft worden sind, somit die höchsten Antikörperspiegel haben. Am ganz anderen Ende sind die Leute, die nur einmal mit Johnson & Johnson geimpft worden sind, die haben im Mittel meistens sehr niedrige Antikörperspiegel. Bei den Genesenen, die die Infektion durchgemacht haben, sind die Antikörperspiegel noch viel variabler. Da finden wir Leute, die nach der Infektion gar keine Antikörper haben, bis hin zu Leuten, die nach der Infektion so hohe Antikörperspiegel haben wie zweifach Geimpfte und alles dazwischen. Also gerade bei den Genesenen ist der Schutz sehr, sehr variabel. Danke, Herr Professor Watzel. Sie bleiben uns heute den ganzen Tag über verbunden, um das Ganze aus der Ferne zumindest zu beaufsichtigen bzw. vor allen Dingen zu erklären, was dann auch für Testergebnisse nachher vorliegen. Und ab jetzt wird getestet bei uns hier bei Bild. Wir gehen jetzt live rein in unser Bild-Testzentrum zu unserem Bild-Reporter-Kollegen Ibrahim Kayet, der dort steht. Und Ibu, du kannst uns einmal erklären, wie geht das jetzt los? Was passiert schon? Gibt es schon die ersten Ergebnisse?
Ja, Kai, das ist eine interessante Frage und die gebe ich direkt weiter an den Mann, der es wissen muss, denn er ist der Leiter der Viromed Group, Herr Uwe Perwand. Herr Perwand, vielleicht erzählen Sie einmal mir, weil es mich interessiert, und natürlich auch unseren Zuschauern, die interessiert es nämlich auch, wie funktioniert das Ganze, wie läuft das Ganze hier ab? Wie der Test abläuft? Genau. Der Test wird genommen, wir schlagen vor, das beste Mittel ist eine Impfung, wie Sie wissen. Aber die zweite, dritte Impfung, da sollte man vom Schirmmechanismus haben. Und da sollte man Antikörpertests. Wir entnehmen Blut, in dem Fall Kapillarblut. Es gibt auch die Möglichkeit des Serums. Haben einen speziellen Antikörpertest, einen NAB-Test. Und der schaut, wie hoch ist Ihr Antikörperspiegel. Der wird ausgewertet über ein Minilabor, das ist in der neuesten Generation. Wir sind digital heute sehr weit, das Gerät ist seit 8 Wochen auf dem Markt. Und dann kriegen wir den genauen Spiegel der Antikörper, die Sie in Ihrem Blut haben, gemessen auf 20 oder 100 UL. Und da sehen wir dann, das Gerät druckt genau aus, wo stehen Sie, in welchem Status ungefähr. Wie hoch ist Ihr Antikörperspiegel? Und warum ist diese Info überhaupt so wichtig? Also warum muss ich wissen, wie hoch mein Antikörperspiegel ist? Ja, da streiten sich die Gelehrten drüber. Es gibt sehr viele Impfungen in Deutschland. Da kriegen Sie nicht die Nachimpfung, bevor Sie nicht einen Titerwert haben. Nicht, wo man dann sagt, okay, Ihr Spiegel ist hoch genug, ich kann nicht einfach nachimpfen. Ich pumpe jetzt mal rein in den Körper, ist ja nicht so schlimm. Es ist ganz wichtig, dass wir alle geimpft werden. Aber die zweite oder die dritte oder vierte Impfung, da würde ich schon mal schauen, ist ein Mensch noch geschützt? Hat der einen Spiegel von 3 oder 4.000? Dann schadet, sagen ja viele, die Impfung nicht, aber sie ist überflüssig, sagen die meisten Mediziner. Wir selber kennen ganz, ganz viele Ärzte, sagen, nein, ich möchte schon wissen, hat jemand noch genug Schutz? Ist es überhaupt nötig, da jetzt nochmal zu spritzen? Es ist jetzt hier, um Gottes Willen, kein Aufruf zu sagen, meine Herrschaften, lasst euch nicht impfen. Im Gegenteil, ist die wichtigste Waffe, die wir haben. Aber Aktionismus, dass man jetzt also wirklich jedem zwischen 20 und 50, sage ich immer, gesunde Menschen ohne Vorerkrankung, die zwei Shots haben bereits, da sollte man doch eventuell schon mal schauen, hat der einen Spiegel von 1000, 2000, 3000, dass man dann erstmal die nimmt, wo es ganz dringend ist, wo man sagt, okay, wir haben ältere Leute, wir haben Vorerkrankte, wir haben momentan wieder nicht so viel Vakzin, habe ich gehört, die Teststationen sind alle dicht, dass man da vorzieht und sagt, was ist jetzt wirklich dringend? Und das sollte man einhalten. Okay, jetzt höre ich persönlich daraus, wenn mein Wert bei so 2.000, 3.000, 4.000 liegt, dann bin ich quasi, ich finde den Begriff nämlich so interessant, geboostert, ohne quasi diese Booster-Impfung bekommen zu haben. Ist das so? Das ist eigentlich, also ich habe mit sehr, sehr vielen Medizinern zu tun. Dieses Gerät wurde bis jetzt von über 3.000 Medizinern gekauft und die vertreten auch die Meinung. Gibt dann natürlich, sagen auch immer, das wird heute so gesagt, nee, wenn Sie noch einen Shot kriegen, schadet nicht. Das wird wohl auch so sein. Aber wir haben ganz viele Leute, gut, die haben jetzt einen Titer von 30, 50 oder 100, aber wir haben auch sehr viele mit 2000, 3000. Nicht? Also die jede Menge Antikörper noch in ihrem Blut als Polizisten rumfliegen haben. Und dann halte ich es teilweise für Aktionismus, teilweise. Und jetzt bin ich gespannt, deswegen haben wir ja bei uns bei Bild Live heute zu diesem großen Bild-Antikörpertest aufgerufen. Und wir haben einige Kollegen, die hier sind und ich sehe gerade schon meinen Bild-Kollegen, Julius Böhm. Julius, du bist heute hier, du lässt dich heute auch testen. Warum lässt du dich testen? Ja, wer über Corona berichtet und sich damit viel beschäftigt, weiß ja, die Menschen, die gefährdet sind, sind vor allem ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Und bei jungen Menschen sagt man, man weiß gar nicht, ob man infiziert ist, man könnte es trotzdem in sich tragen, auch wenn man es gar nicht merkt, keine Symptome hat. Und ich würde gerne mal wissen, ob ich irgendwann Corona hatte, ohne es wirklich zu wissen und vielleicht meiner Familie, meiner Mutter in Gefahr gebracht habe, ohne es wirklich zu merken. Und ich hoffe, dass ich das an den Werten, die jetzt gleich ausgelesen werden, ablesen kann. Bist du ein bisschen nervös? Hast du ein bisschen Angst vor diesem Test? Oder wie sieht es bei dir da aus? Wie ist die Stimmungslage? Ich habe schon gesehen, es ist ein bisschen härter als der Corona-Test. Es wird Blut abgenommen vom Finger. Nervös bin ich nicht. Ich bin auch eigentlich, ich hoffe, dass ich Antikörper habe. Ich bin geimpft. Ich hatte Johnson & Johnson, wurde jetzt vor 2 Tagen sogar noch geboostert. Also ich bin mal gespannt, inwiefern sich das dann im Bild auch abzeichnet. Dann würde ich sagen, behalten wir das mal im Auge und sprechen später nochmal. Danke dir. Gehen wir diese Schlange mal weiter. Und ich habe nämlich eben schon gesehen, hier ist jemand, den Sie kennen, nämlich unsere Bild-Show-Chefin Tanja May. Hallo Tanja, schön dich zu sehen. Ich habe die Maske ab, weil ich mich gerade testen habe lassen. Tanja, warum bist du heute hier? Erzähl uns mal, warum lässt du dich heute hier testen? Weil ich gerne diesen dritten Booster haben möchte. Mir wurde aber gesagt, ich soll erst mal gucken, wie viel Antikörper ich habe. Und die 6 Monate sind bei mir jetzt in 10 Tagen. Und deswegen würde ich das jetzt gerne wissen. Also ich bin gespannt. Erzähl uns und den Zuschauern doch mal, warum möchtest du dich boostern lassen? Weil ich mich einfach sicherer fühle. Also ich bin ja schon viel unterwegs auch. Ich sitze im Flieger. Ich treffe natürlich auch Menschen, das ist klar. Und ich möchte für mich einfach sicher sein. Und deswegen möchte ich den dritten Booster haben.
Jetzt hat Julius ja gerade schon angerissen, es wird Blut abgenommen. Bist du ein bisschen aufgeregt, bist du nervös? Ich war in der Tat ein bisschen nervös, weil ich gehört habe, es geht einmal ins Ohr und einmal in den Finger. Und mir wurde dann aber gesagt, das Ohr tut gar nicht weh, also macht das Ohr. Jetzt habe ich gehört, hier wird es im Finger gemacht, aber ich habe schon gespickt. Also die Kollegen haben gesagt, es hat nicht weh getan. Okay, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und wir nehmen uns jetzt irgendeinen Kollegen raus, nicht irgendeinen. Daniel, du bist nämlich unser Proband, der quasi mit uns nach vorne geht. Aber wenn wir einmal kurz rüberschwenken und uns das anschauen, da wird gerade noch bei der Kollegin ein Test gemacht. Das heißt, wir warten hier einmal ganz kurz ab und werden dann rübergehen und mit Adriano zu Kalla sprechen, der uns nämlich erklären wird, was genau er da macht, wie das Ganze abläuft, wie lange wir zu warten haben und sowas. Ganz interessante, ganz spannende Fragen. Daniel, wie sieht es eigentlich bei dir aus gerade? Bist du jetzt ein bisschen aufgeregt davor? Ja, tatsächlich schon. Also sowohl aufs Ergebnis als auch, ob der Pieks jetzt wehtut oder nicht richtig wehtut. Ich hatte auch aufs Ohr gehofft, wie Tanja, aber ich glaube, auch den Finger werden wir überleben. Warum hast du dich entschieden, heute hier zu sein und dich testen zu lassen? Ehrlich gesagt, pure Neugier. Also ich habe, glaube ich, eine relativ standardmäßige Geschichte. Ich bin zweimal geimpft und habe auch keine großen Nebenwirkungen oder irgendwelche Verdachtsmomente gehabt. Aber was mich wahnsinnig nervt, ist halt die Unsicherheit, dass man eigentlich auf nichts eine richtig klare Antwort kriegt. Und wenn ich zumindest für mich weiß, okay, Antikörper sind da, sieht gut aus, ich habe Wert X oder so irgendetwas. Oder alternativ, Mensch, da ist ja schon wieder kaum was vorhanden, der Booster ist dringend nötig. Würde es mir zumindest ein bisschen Ruhe geben. Ich bin sehr gespannt, was bei dir gleich rauskommt. Wir gehen so langsam mal ein bisschen rüber. Wir gehen so langsam mal rüber und schauen uns das an. Perfekt. So, und jetzt sind wir auch da. Ich habe ihn gerade schon vorgestellt, Adriano Zuccala. Herr Zuccala, freut mich auch. Schön, dass Sie heute hier sind. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Erzählen Sie uns doch einmal anhand von Daniel, was genau passiert. Und schön detailliert, damit der Zuschauer, damit wir verstehen, was da überhaupt jetzt stattfinden wird. Super. Also, wir fangen jetzt erstmal so an. Wir haben hier den neutralisierenden Antikörpertest. Wir machen erstmal natürlich, wir haben die Teststäbchen hier, ähnlich wie bei den Antigen-Tests. Aber hier arbeiten wir mit Blut. Das Prozedere ist relativ simpel. Erstmal das klassische Finger desinfizieren. Ich präferiere den kleinen Finger, der blutet immer so ganz nett. Ja, nicht wahr? Finde ich auch. So, desinfizieren, kurz einwirken lassen, 30 Sekunden. So. Okay, das interessiert mich jetzt. Warum jetzt 30 Sekunden einwirken lassen? Weil das in der Zeit erstmal alles verdampft und im Endeffekt da die Zeit der Desinfektion stattfindet für 30 Sekunden. Zu wenig. Man sollte es einfach am besten, dass es alles trocken ist. Okay, und wenn wir jetzt schon bei Sekundenzahlen sind, interessiert mich und die Zuschauer natürlich, wie lange dauert das überhaupt jetzt alles? Wie lange dauert dieser Test? Also mit der Bearbeitung sind wir so mit 90 Sekunden meistens durch. Bisschen Gerede, sagen wir 3 Minuten. Und dann, wenn man das Gerät rein, dann Test reintut und alles fertig, 15 Minuten. Und dann haben wir das Ergebnis. Okay, sehr interessant. Dann warten wir jetzt gleich mal darauf, dass wir zum Gerät übergehen, weil das sieht nämlich schon ganz spannend aus. Wir schwenken einmal kurz nach links und schauen uns das mal an. So. Das ist also das Gerät. Es sind übrigens, das habe ich vorab schon erfahren, zweimal dieselben Geräte. Es gibt einmal dieses große Gerät, das so ein bisschen nach Kaffeemaschine ähnelt von der Größe, und einmal dieses Portable-Gerät. Haben im Endeffekt beide dieselbe Funktion, wobei dieses größere Gerät links bis zu 8 Tests gleichzeitig machen kann. So, und jetzt sind wir schon weiter. Wir gucken einmal nochmal rüber. Daniel hat schon den Pieks bekommen. Ich habe es überstanden, es tat nicht weh. So, warte, das haben die Zuschauer nicht gehört. Nochmal bitte. Wie gesagt, ich habe es überstanden und es tat überhaupt nicht weh. Ja, sehr schön. Alles klar. Daniel, du hast es gerade gehört. So, das wird nicht wehtun. So, und das ist noch nicht weiter blutet. Und dann geht es ganz simpel. Wir machen das. Wir haben einmal das Blut mit der Pufferlösung. Wir vermengen das Blut mit der Pufferlösung und tun das ins Stäbchen. Es ähnelt tatsächlich einem Antigen-Test. Und dann wartet man, bis es blau anzieht, wenn das der Fall ist, so wie jetzt. Heißt es, die Biologie arbeitet. Und dann nimmt man diesen Test. Wir haben die Wahl mit dem kleinen Gerät. Eine Sekunde, bevor wir hingehen, gehen wir einmal kurz rüber, würde ich sagen, damit wir einmal von hinten sehen können, wie das Ganze aussieht. Das interessiert mich nämlich jetzt auch. So, und wir zeigen dem Zuschauer natürlich, niemand ist so nah dran wie wir. So, mit dem kleinen Gerät funktioniert es auf die Art und Weise, man würde das Stäbchen jetzt eine Viertelstunde liegen lassen, das Stäbchen da reintun, Test drücken, nach 7 Sekunden ist das Ergebnis da. Will man das einmal ein bisschen, sag mal, entspannter machen, auch regulärer, macht man das ins große Gerät rein, das große Gerät saugt es ein, brütet es schon aus und in der Zeit nehme ich dann den Namen, die Daten des Patienten auf und nach 15 Minuten habe ich dann das Ergebnis direkt ausgedruckt. Super, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt gleich, weil jetzt wird es ziemlich interessant. Ich habe nur noch eine Frage an dich, Daniel. Du hast gerade schon gesagt, du bist aufgeregt. Was erwartest du für ein Ergebnis? Was meinst du, wird da jetzt rauskommen? Ich habe vorher keine Wette abgeschlossen. Ich dachte, vielleicht sieht es bei mir gar nicht ganz so gut aus, weil ich nach den Impfungen überhaupt keine Nebenwirkungen oder irgendetwas hatte. Und deswegen immer hieß es ja immer, okay, dann hat der Körper nicht richtig gearbeitet, vielleicht hat es gar nicht so viel gebracht. Also ich fürchte, ich bin nicht ganz, ganz vorne mit dabei. Okay, dann warten wir mal dein Ergebnis jetzt ab. Aber ihr habt ja schon oben zwei Kollegen, die ihre Ergebnisse haben. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einmal rüber ins Studio und schauen uns deren Ergebnisse an. Wir sprechen mal mit denen.
Danke, Ibu. Tatsächlich ist es so. Bei uns schon Besuch. Die ersten unserer 50 Bildreporter sind nämlich schon bei uns in diesem großen Antikörpertest, den wir heute in unserem Testzentrum, wir haben es gerade gesehen, bei uns im Bildhaus durchführen, den ganzen Tag über. Also einmal vorgestellt hier in der Runde unsere Kollegin Bettina Kochheim. Schönen guten Tag. Und Viktor Wachs, unser Kollege. Bettina, du nicht irgendeine Kollegin, du auch nicht, Viktor, aber du bist gleichzeitig unsere Medizinexpertin hier im Haus. Und warst heute die Erste, die den Stich bekommen hat. Wo genau wurde da reingestochen bei dir? Da wurde hier, man sieht es noch so ein ganz kleines bisschen in den kleinen Finger gestochen. Minimal. Mit einer Mininadel, aber es tut wirklich überhaupt nicht weh. Ein kleiner Pieks für eine große Wirkung. Einmal bevor wir auf den Zettel gucken, denn da steht dein Ergebnis drauf, Bettina. Deine Geschichte. Du bist wahrscheinlich als eine der Ersten in Deutschland geimpft als Medizinexpertin. Oder wann wurde bei dir Zweitimpfung durchgeführt? Genau, ich musste mich da ja auch ein bisschen an die Prioritäten halten und ich war dann Ende Mai habe ich meine zweite Impfung bekommen mit BioNTech. Tatsächlich wurde das da auch im Abstand von 3 Wochen gemacht. Da gab es ja immer so Diskussionen, 3 Wochen, 6 Wochen. Das ist dann zwischendurch auch mal geändert worden. Aber ich hatte meine erste Impfung Anfang Mai und die zweite dann Ende Mai. Ende Mai, also rechtzeitig vorm Sommerurlaub, vor den Sommerferien. Du hast ja auch Kinder. Jetzt einmal danach gesund geblieben oder noch mal geboostert? Oder was ist danach passiert? Ja, ich habe dann tatsächlich im Spätsommer habe ich dann trotzdem Corona bekommen. Bist du erkrankt? Ich bin erkrankt. Tatsächlich auch mit Symptomen. Also es war jetzt nicht so, dass ich es nicht gemerkt hätte. Fieber gehabt auch? Nee, Fieber hatte ich tatsächlich nicht. Aber ich hatte diesen Klassiker, dass ich glaube, so 10 Tage komplett keinen Geruch und keinen Geschmack mehr hatte. Und ich fühlte mich halt sehr erkältet. Und das auch wirklich lange. Die Symptome haben gehalten, aber es war jetzt kein schwerer Verlauf. Das heißt, du hast eigentlich die volle Dröhnung Corona bekommen sozusagen. Du bist zweifach geimpft, hast dann selber noch dich infiziert. Also hattest tatsächlich eine Corona-Erkrankung, die noch nicht so lange her ist. Jetzt müsste eigentlich zu erwarten sein, du hast relativ gute Antikörperwerte aktuell. Lösen wir das einmal auf. Vielleicht die Kamera ganz dicht dran. Der wichtigste Zettel heute, der große Bild-Antikörpertest. Was ist rausgekommen bei dir, Bettina? Zeig mal einmal den Zettel die Kamera ganz groß. Kommt mal nah ran hier. Kommt einmal ran an Bettinas Zettel. Und da zeigen wir einmal den ganz entscheidenden Wert. Ich komme mal einmal zu dir rüber und zeig mal einmal hier auf diese Zahl. Halte mal kurz rein, bitte, Bettina. Das ist die Zahl, auf die es ankommt. Das ist 2615, wenn ich das richtig sehen kann. Das lassen wir uns einmal einordnen von, aus ärztlicher Sicht, von Professor Watzel, der uns zugeschaltet ist. Ich grüße Sie noch einmal. 2615 bei unserer Kollegin Bettina Kochheim. Gut oder schlecht? Sehr gut. Also das ist ein Wert, der sicherlich mit oben mit dabei ist. Da ist von einem sehr guten Schutz auszugehen, weil letztendlich ist das ja jetzt bei ihr so gewesen, dass sie ihren Booster schon bekommen hat. In dem Fall nicht durch die dritte Impfung, sondern durch die Infektion. Und wir wissen mittlerweile, dass die Kombination aus Infektion und Impfung mit dem besten Schutz gibt. Leider haben die meisten Leute das falsch rum gemacht. Die haben sich erst infiziert und lassen sich dann impfen. In dem Fall ist es richtig rumgelaufen. Erst geimpft und dann war auch die Infektion, man hat es gemerkt. Aber wie gesagt, kein schwerer Verlauf. Und da hat die Impfung im Prinzip genau das getan, was sie tun sollte. Und was sie jetzt sicherlich hat, ist ein guter Schutz. Damit kommt sie auch durch den Winter. Sie braucht sich jetzt sicherlich nicht ein drittes Mal impfen lassen. Also alles super gelaufen heute für Bettina Kochheim. Alles richtig gemacht, sagt der Professor. Wir schauen uns noch mal die Skala an, auf die es ankommt. Also dein Wert 2615. Kann einmal ganz kurz die Antikörperskala sozusagen zeigen, die wir hier drüben auf dem Bildschirm haben. Also wo fängt der rote Bereich an, wo der grüne Bereich? Ab 3000 etwa. Vielleicht können wir einmal rüberschwenken an unsere große Tafel. Bei 3000, das ist der Messwert, wo der grüne Bereich beginnt. Also wenn sie da liegen, dann sind sie wirklich top, top, top geschützt. Alles über 1000 ist aber auch richtig gut, so wie eben unsere Kollegin Bettina Kochheim. Und bei den kleineren zweistelligen Zahlen, da wird es dann eng. Da geht es in den roten Bereich, so um die 20. Da muss man sich wieder Sorgen machen, dass doch die nächste Impfung fällig ist. Viktor Wachs, auch unser Bild-Reporter-Kollege bei uns im Studio. Das wollen wir natürlich von dir auch wissen. Erstmal ganz kurz erzählt, du bist auch geimpft? Ich bin auch geimpft, zweimal AstraZeneca. Die zweite Impfung war am 11. Juni diesen Jahres. Und dann im Juli hatte ich direkt Corona. Auch also erkrankt. Echt 5 Wochen danach. Und ich habe es gemerkt, weil ich meinen Geruch und meinen Geschmackssinn verloren habe. Aber ansonsten hatte ich keine Symptome.
Also auch zweifach geimpft, auch erkrankt, ja, und eigentlich ganz ähnliche Geschichte, auch wenn die Zeiträume ein bisschen anders waren wie bei Bettina. Auch bei dir müsste der Wert jetzt richtig gut sein. Lass uns raufgucken auf deinen Ergebniszettel, Viktor. Kai, du hast völlig recht. Und einmal groß drauf mit der Kamera. Was ist die entscheidende Zahl bei Viktor? Was ist dein Wert? Sag einmal. Der ist 1695 und ich bin ein bisschen neidisch auf Bettina, denn ich habe weniger als du. Aber immerhin bin ich auch im grünen Bereich sozusagen. Und gleich nochmal rüber zu unserem Professor heute früh. Auch das ein Top-Wert. Ich glaube, Viktor muss sich auch damit überhaupt keine Sorgen machen. Richtig, Herr Professor Watzel? Richtig, auch er ist ja im Prinzip dreimal geimpft, also zweimal wirklich mit der Spritze und einmal durch das Virus. Wir wissen natürlich, dass wenn man zweimal mit AstraZeneca geimpft ist, die Antikörperspiegel nicht ganz so hoch sind. Das könnte auch hier die Erklärung sein, warum er dann trotz der Infektion nicht ganz so hohe Antikörperspiegel hat wie die Kollegin. Aber letztendlich ist das auch eine gewisse Variabilität. Aber auch hier ist von einem guten Schutz auszugehen. Danke für die schnelle Einordnung. Wir werden das den ganzen Tag genauso machen, denn wir wollen von allen unseren Reportern wissen, wie hoch ist aktuell der Antikörperspiegel. Der große Bild-Antikörpertest heute bei uns im Haus den ganzen Tag über. Sie sind live dabei und der Test ist richtig gut gestartet. Wir haben ganz schnell innerhalb weniger Sekunden die ersten Ergebnisse bekommen von Bettina Kochheim, von Viktor Wachs. Beide Ergebnisse richtig gut, nicht so ganz verwunderlich. Beide zweifach geimpft, beide tatsächlich danach einen Impfdurchbruch gehabt, beide tatsächlich erkrankt und beide jetzt aber mit absoluten Top-Werten. Wir sind gespannt auf Kollegen, die keine Erkrankung hatten, die möglicherweise auch die Impfung schon vor langer Zeit vorgenommen haben. So wie eben von unserem Kollegen Daniel Böcking gehört, ist da möglicherweise die Zahl der Antikörper deutlich gesunken. Also das werden wir Ihnen den ganzen Tag hier live bei Bild präsentieren. Der große Bild-Antikörpertest heute und damit zurück zu dir, Patricia.